Das Auge ist ein hochkomplexes Sinnesorgan, das für die Wahrnehmung von Licht und die Umwandlung dieses Lichtes in elektrische Signale verantwortlich ist, die dann vom Gehirn interpretiert werden. Das Auge besteht aus mehreren verschiedenen Strukturen, die zusammenarbeiten, um das Sehen zu ermöglichen. Hier ist eine grobe Übersicht über den Aufbau des Auges. Hornhaut. Die Hornhaut ist die klare, gewölbte Struktur an der Vorderseite des Auges. Sie ist der erste Teil, mit dem das Licht ins Auge fällt und sie bündelt das Licht. Augenbindhaut. Die Augenbindhaut ist eine dünne, durchsichtige Schicht, die in der Innenseite der Augenlider und die Vorderseite des Augapfels bedeckt. Sie schützt das Auge vor Reizstoffen und Infektionen. Iris. Der Iris ist der farbige Teil des Auges. Sie reguliert die Menge des einfallenden Lichtes, indem sie die Pupille verengt oder erweitert. Pupille. Die Pupille ist die runde Öffnung in der Mitte der Iris. Sie lässt das Licht in das Innere des Auges gelangen. Die Größe der Pupille passt sich den Lichtverhältnissen an. Linse. Die Linse befindet sich hinter der Iris und fokussiert das Licht auf der Netzhaut. Sie ändert ihre Form, um die Fokussierung für Objekte in unterschiedlicher Entfernung anzupassen. Glaskörper. Der Glaskörper ist eine gelartige Substanz, die den größten Teil des Augesinneren ausfüllt. Er hilft, die Form des Auges aufrecht zu erhalten und unterstützt die Linse bei Lichtbrennung. Netzhaut. Die Netzhaut ist die innere Schicht des Auges, auf der sich spezialisierte Nervenzellen befinden, die als Photorezeptoren bezeichnet werden. Diese Rezeptoren, genannten Zapfen und Stäbchen, wandeln Licht in elektrische Signale um. Sehnerv. Der Sehnerv überträgt die elektrischen Signale von der Netzhaut zum Gehirn, wo sie verarbeitet und interpretiert werden. Aderhaut und Sklera. Die Aderhaut ist eine Schicht, die das Auge mit Blutgefäßen versorgt und es mit Nährstoffen versorgt. Die Sklera ist die äußerste weiße Hülle des Augapfels, die das Auge schützt und seine Form bewahrt. Das ist nun eine vereinfachte Darstellung des Auges. Jede dieser Strukturen erfüllt eine spezifische Funktion, die dem Sehprozess beiträgt. Diese genauen Funktionsweisen und Komplexität des Auges sind faszinierend und wurden Gegenstände intensiver wissenschaftlicher Forschung und Untersuchungen.